halt dein Ohr. Ich muss ja immer ran und zurück. Echt jetzt? Ja, ja. Er kann ja mal Kinder üben, fleißig rum. Ich will jetzt die Anspannung in den Gesicht anfahren. Opa Helmig am neuen Tonne kommen lassen. Zum Schluss noch einmal ein Bruchtest. Den wird der Eihahn, zweite Dan, durchführen. Hierbei ist es schwieriger, weil man nicht nur ein Teil, sondern wie ihr seht, 10 Teile durchschlagen möchte. Schön, der wird von oben mit einem Ellbogen geführt. Wir haben oben ein Handtuch aufgelegt, damit man nicht durch die scharfen Kanten eventuell die Haut verletzt. Dankeschön.